Hey Leute, wir haben euch schon ein paar Mal gezeigt, welche Kuriositäten im Internet-Auktionshaus eBay zu finden sind, aber der Wahnsinn bricht noch nicht ab und so schwappen immer wieder ungewöhnliche Angebote auf den Markt. Wir haben jetzt für euch 6 weitere kuriose Internet-Auktionen, die es tatsächlich gegeben hat. Los geht's! Nummer 6. Namensgebung. Kaum zu glauben, doch im August 2009 bot eine Mutter von 6 Kindern auf eBay an, man könne bei erfolgreicher Versteigerung entscheiden, welchen Namen ihr noch ungeborenes 7. Kind bekommen sollte. Unglaubliche $6.800 betrug das Angebot des Höchstbietenden. Dieser schrieb der Frau jedoch, dass er nicht an der Namensgebung interessiert sei. Er wollte der scheinbar verzweifelten Dame einfach nur helfen und gab ihr das Geld ganz ohne Gegenleistung. Es gibt doch noch Vernunft auf diesem Planeten. Schnell weiter mit der 5. Heiliges Sandwich. Dieses Sandwich erschütterte die Welt der Auktionen im Jahr 2004. Ich weiß, lange her, aber trotzdem. Eine Frau aus Miami, Florida verkaufte das gegrillte, fast 10 Jahre alte Käsesandwich auf eBay und das, obwohl sie sogar schon reingebissen hatte. Doch was machte das Stück Brot so toll, dass jemand sogar Geld dafür hinblätterte? Mit viel Fantasie kann man in den Grillspuren das Abbild der heiligen Jungfrau Maria erkennen. Was wie völliger Schwachsinn klingt, hielt die ganze eBay-Gemeinde auf Trab. eBay verbot Käseverkäuferin Diana nämlich vorerst den Kauf mit dem Hinweis, Spaßauktionen seien nicht erlaubt. Diana erhob jedoch Einspruch und überzeugte eBay schließlich davon, dass sie es absolut ernst mit der Sache meine. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wie viel jemand wohl für ein solches Stück Käsebrot bezahlen will. Ja, kaum zu glauben, aber es sind ganze 28.000 US-Dollar gewesen. Naja, wenn man nur fest daran glaubt, nicht wahr? Und die Nummer 4. Stück Stein. Jedes Jahr fallen tausende Meteoritenüberreste auf unsere Erde, jedoch sind nur ein paar hundert Exemplare vom Mars, weswegen der Fund eines solchen Stückes immer noch eine Besonderheit ist. In einer Auktion im Jahr 2003 wurde nun ein solcher marsianischer Meteorit versteigert, der den klangvollen Namen Tsagami trug. 450.000 US-Dollar bezahlte der Höchstbietende für den Gesteinsklumpen, der noch nicht mal 1 Gramm wiegt. Und die Nummer 3. Lunch mit Warren Buffett. Während die meisten Menschen den Abend mit ihren Liebsten verbringen, war eine Handvoll vielmehr an einem Mittagessen mit Warren Buffett interessiert. Im Jahr 2010 war dieses Erlebnis mit dem amerikanischen Multimillionär jemandem ganze 2.166.766 Dollar wert. Doch wer jetzt denkt, der alte Knacker hat doch eigentlich schon genug Geld, den können wir beruhigen. Er veranstaltet diese Auktion nämlich jedes Jahr und spendet den Erlös an Bedürftige in San Francisco. Der Erlös aus dem Jahr 2010 bleibt jedoch unerreicht. Nummer 2. Amerikanische Kleinstadt. Auf eBay wurde tatsächlich bereits eine ganze Stadt verkauft und das Ganze zweimal. Im Jahr 2002 ersteigerte ein Mann die Stadt Bridgeville, ein kleiner Ort in Kalifornien. Doch anscheinend hatte sich der neue Besitzer das Ganze etwas anders vorgestellt, denn als er sah, wie marode alles war, entschied er sich, die Stadt wieder zu verkaufen. Die Sanierung und Instandhaltung hätte schließlich viel zu viel gekostet. Statt einer Menge Arbeit erhielt er im Zuge der Auktion ganze 1.770.000 US-Dollar für diese Schrottstadt. Der neue Besitzer kann sich nun über 8 Häuser, ein Café und ein Postamt freuen, ebenso wie über 25 Einwohner. Die hat er aber natürlich nicht mitersteigert. Und damit wären wir dann bei der heutigen Nummer 1, Britney Spears. Dass die Haare des blonden Popstars bei eBay schon einen neuen Besitzer fanden, haben wir euch bereits in einem anderen Video erzählt. Jedoch gibt es in Verbindung mit Britney Spears noch eine andere Auktion, die sie zum Glück nicht selbst zu verantworten hat. Ein verrückter Fan kletterte im Jahr 2005 in ein Hotelzimmer, wo Britney und Kevin Federline untergekommen waren, nur um dort den Badezimmermüll zu durchsuchen. Er fand einen positiven Schwangerschaftstest, den er dann doch tatsächlich bei eBay verkaufte. Für knapp 5.000 US-Dollar ging er über die virtuelle Ladentheke und landete schließlich im Besitz des Internetcasinos GoldenPalace.com. Was die damit vorhaben, ist auf jeden Fall fragwürdig. Aber eigentlich will ich es gar nicht wissen.
Ja Leute, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch schon mal was auf eBay versteigert und dafür eine völlig übertriebene Summe kassiert? Schreibt's uns in die Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Und hier könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.